verschätzt sich. Smolarek frei und es steht 0-2. Alexander frei. In den Strafraumgrenze prügelt DD den Ball nach vorne und dann stimmt's in der Atmung. Alexander frei steht bereits. Frei. Tor. Er hat sich besonders frei. Klasse. Der vierte Doppelpack der Saison und dann ein Freistoß-Doppelpack direkt verwandelt, das ist Rekord in der Liga. Und der Dank gilt dem Ersatzkeeper, gilt Sören Pearson. Sonderschichten nach dem Training und dafür die Umarmung nach dem Tor. Es hat sich gelohnt. Frei verwandelt und wie. War am Anfang da eben ein irre hohes Tempo gegangen. Smolarek. Auch frei und der macht kurzen Prozess. Wumms, rein damit. 3-1 Dortmund, 59. Minute. Alexander Frei, der Schweizer Nationalspieler, nach seinem Muskelfaserriss gerade rechtzeitig fit geworden für heute mit seinem zweiten Saisontor. Herrlich, diese Diagonalflanke von Smolarek. Und leichtfüßig huschte Alexander Frei dem CBC davon. Ein tolles Tor. Doch trotzdem. Der BVB sofort nach vorn und den Bayern auf die Nerven. 1-0, Alexander Frei! Nach 12 Minuten, nach enttäuschender Hinrunde, die Borussia erstmals vom kollektiven Frust befreit, dank Röbers frischem Fußball. Es führte der Außenseiter Alexander Freis Kopfballtor auf besondere Empfehlung von Jürgen Röber. Der Trainer hat mir nur gesagt im Training, dass ich ein bisschen besser köpfen muss, dass ich mein Kopfballspiel verbessern muss. Das ist schon lange, dass du. Dafür kann sich nicht befreien. Pina, Wörl, DD, frei, 0-3. Alexander Frei, so eine Art Lebensversicherung für Dortmund. Dritter Doppelpack in der Rückrunde, 13. Saisontreffer. Und das hatte Thomas Doll in dieser Saison so selten. Das Gefühl des sicheren Sieges. Brasilianisch von Wörns auf DD und freie Gedanken schnell. Das ging alles viel zu fix für die Aachener heute. Vorletzte Spielminute nach langer Zeit mal wieder Dortmund. Über den auffälligen, den gefälligen Tinga. Der sieht. Frei. Schafft er es jetzt? Ja! 1-3 durch die Beine von Timo Hildebrand zum ersten Saisonsieg. Alexander Frei, der Schweizer Nationalspieler, nicht nur wegen seines ersten Bundesliga-Tores, der entscheidende Mann, frei an allen Toren beteiligt. So gewinnt der BVB 3-1 in Stuttgart. Die Chancen wurden konsequenter genutzt. Der VfB leistet sich einfach zu viele Fehler, die nun schon zu arg. Auf Kevin Korali, der kommt nicht entgegen, dafür aber Metzelder dazwischen. Christoph Metzelder, sein letztes Heimspiel für Dortmund. Metzelder auf Abschiedstournee und wie? Alexander Frei, ein Derby-Tor, also eines mit historischem Wert. Aber das Verhalten der Schalke. Korali, verschlafen wird. Danach Hamid Altınkop ist zu spät gegen Metzelder. Dann doppelt Fabian Ernst nicht und Boson nicht bei Alexander Frei. Christoph Metzelder wurde verabschiedet vor dem Spiel und bedankt sich hier bei den Fans.